Der amerikanische Präsident Barack Obama hat den republikanischen Ex-Senator Chuck Hagel als Nachfolger von Leon Panetta als Verteidigungsminister nominiert. Hagel ist zwar Republikaner, stellt sich aber bei vielen Themen gegen die offizielle Linie der Partei. Hagels Bestätigung im Kongress als neuer Pentagon-Chef wird also alles andere als reibungslos verlaufen, denn der ehemalige Senator von Nebraska und hochdekorierte Vietnam-Veteran gilt in der eigenen republikanischen Partei als zu soft. Daher könnte Hagel beim Bestätigungsprozedere im Senat ein unangenehmes Kreuzverhör bevorstehen. Als knallhart gilt dafür John Brennan, den Obama als Nachfolger von David Petraeus für den Chefposten beim Geheimdienst CIA ausgewählt hat. Der stellvertretende Chef des Nationalen Sicherheitsrates, ein enger Vertrauter des Präsidenten, hat sich als gnadenloser Terrorbekämpfer einen Namen gemacht.